So, herzlich willkommen. Hier weiteres Gameplay von mir, League of Legends. Ich spiele diesmal Volibear. Diesen spiele ich im Jungle. Hab mit dem noch nicht wirklich oft gejungelt. Obwohl, ich habe noch nie mit ihm gejungelt. Ich hatte ihn zwar mal. Schon ein paar Mal mit ihm gespielt. Allerdings war ich nie besonders begeistert von ihm. Dass der Sturm mir folge. Ich fange bei Blue an. Hoffe, mein Team hilft mir. Ich bin erst Level 10. Nicht besonders viele Meisterschaften. Na, das sieht schon mal gut aus. Zack, tot ist er. Mein B-Spell hat einen ziemlich langen Cooldown, sehe ich gerade. Bisschen blöd. Als nächstes werde ich meinen E-Spell leveln. Der jagt den so Angst ein kurz, macht ein bisschen magischen Schaden. Weil mein Q-Spell, das ist so ein Rennen, da renne ich auf den Gegner zu. Bringt nicht besonders viel, jawohl, Mitte, Festblatt, scheiße. Muss mal kurz deffen. Stärke und Weisheit. Ist schon Level 3, das ist natürlich praktisch. Der Top-Lane haben wir ein AP-Team als Gegner. Ich weiß nicht, ob es was bringen wird. Ob es was bringen wird, wenn ich da jetzt hochgehe. Ich versuche es trotzdem mal. Oh, der hat jetzt gerade seinen Fußball gemacht. Leider viel zu langsam. Aber das hält natürlich auch nicht ewig an und ich hatte gerade meinen B-Spell fertig. Der macht doch ziemlich viel Schaden. Der macht, wie viel macht der? 80 auf Level 1 plus 15% meines maximalen Leben. Was mit zu viel Text gerade. Auf jeden Fall ist er ziemlich gut. Versuche ich mal in der Mitte zu ganken. Auf dass der Sturm mir folgt. Das war natürlich scheiße. Mein Fokus war ein bisschen Bullshit. Voll den falschen gefokust. Aber der hätte sich auch mal ein bisschen weinen können. Ja, mein Red Buff ist leider jetzt weg. Mein Passiv auch. Ich habe jetzt dieses Item geholt, was mir eigentlich AD bringt. Was eher für die AD-Jungler gedacht ist. Aber ja, ich denke mal, gerade da ich eben noch nicht sonderlich viel Schaden auf dem Level mache. Der sieht da oben ein bisschen geärgert. So gut. Aber hat ihn noch erwischt. Von daher. Kampf liegt mir im Blut.
Sie haben auch einen Wolibär auf der Bordwende, ist gerade. Natürlich blöd, wenn man den gleich nochmal im gegnerischen Team hat. Allerdings spielt er glaube ich dort noch Support. Vom Schicksal beschäftigt. Ich gehe jetzt mal Botlane ganken. Obwohl, der braucht meine Hilfe. Das kommt weg. Natürlich doof. Ist ja so ankommen, die Kills hab ich da auch. Gar kein Jungler, was natürlich sehr praktisch ist. Das bedeutet, ich könnte jetzt beim Gegner einfach mal die Buffs klauen. Werde ich jetzt auch gleich machen. Ich hole jetzt einfach den hier, Blue. Hier, die Leaf ist in der Mitte. Der Top-Line sieht sehr gut aus. Nochmal in die Mitte. Da hole ich mir aber die Creeps noch, um damit abzukommen. Ja, die sehen mich jetzt wahrscheinlich, weil ich Engel ist. Vertraue deinen Instinkten. Fehlt jetzt, ein bisschen scheiße. Ich guck mal, vielleicht wollen sie gerade den hier Blumen machen. Gank, ich habe zwar für den einen keinen Assist bekommen. Haha, so ein Trottel. Allerdings haben wir zwei geholt. Power Down gemacht. Ich habe jetzt 900 Kohle. So ein Dev Item, das Holt wollte ich mir auch holen. Das hier, das gibt mir Gold alle 10 Sekunden. Hol ich mir nochmal ein bisschen Leben und mach mich auf zum Red Buff.
Geil. Mitte Feld. Ja, komm schon. Schade. Nur noch den einen gekriegt. Machst du hier wieder, dann hau ich wieder ab, bevor der rumrollt. Das ist seine Creeps hier. Klau, seine Lane Push oder was auch immer mach. Mein W, den kann ich erst nach jedem dritten Schlag aktivieren. Der gibt mir auch passiv Attack Speed. Das ist praktisch. Ich kann versuchen, den zu diven. Ja, aber wir sind da jetzt gerade keine Creeps mehr. Ich warte noch. Der Donner! Er traut sich nicht. Was ist das? Sterben jetzt nicht durch Eve oder so, weil die fehlt. Mist, hier hast du kein Passiv mehr. Bam. Geiles Passiv von mir. Wow, aber jetzt muss ich weg, bevor die Kürze mich killen. Mein Passiv heilt mich nämlich ziemlich stark. Ich weiß gar nicht, um wie viel. Ich kann gleich mal gucken. So, Moment, mein Passiv. Insgesamt 30% des maximalen Lebens. Das ist doch ziemlich viel, gerade wenn man viel Leben hat natürlich. Deshalb, um das zu erhöhen, hole ich mir dieses Item. Es gibt am meisten Leben, also nicht Warmox wahrscheinlich, aber das hier schon mal. Danach gucke ich mal, wahrscheinlich werde ich mir dann das holen. Das werde ich, ah shit, das reicht noch nicht. Kampf liegt mir im Blut. Okay, also ich habe jetzt schon mal definitiv mehr Leben. 30%, sind ungefähr 600 Leben oder so. Und es wird innerhalb von 6 Sekunden geheilt, also das ist doch ziemlich schnell. Blutrausch. Ursaren kennen keine Furcht. Leider gerade nie, ist irgendwo ganken. Ich kann natürlich den Power diven. Oh ja, das mache ich jetzt mal. Einen der Kills habe ich bekommen, von anderen habe ich glaube ich sogar. Oh oh. Ich glaube sogar einen Assist bekommen. Tja, die haben mir nicht viel Schaden zugefügt. Finde ich sehr super, ich gehe trotzdem zurück. Weil ich habe mittlerweile 6 Kills. Und
ja, die möchte ich aus meinem Blutrausch eigentlich nicht verlieren. Ich kaufe mir ein bisschen Rüstung. Boots, puh, was wollte ich mir eigentlich für Boots? Wäre ja auch mal Zeit. Magischer Schaden, magischer. Ich denke, ich werde mir Magipen Boots holen. Wie heißt Magireis Boots, also mit Magierüstung, die Boots, da eben mehr Gegner magischen Schaden machen. Sollte man immer bedenken. Bevor man sich irgendwie Boots holt, die einem Rüstung bringen und dann hat man eigentlich nur Gegner, die magischen Schaden machen. Das ist nämlich ziemlich blöd. Scheiße. Den hätte ich jetzt fast gestealt. Oh komm. Ich kam leider mit dem Smite nicht mehr dran. Der jetzt? Ja, jetzt frisst er meinen Absolutschaden und stirbt dabei. Ja, sieht aus, als würde die Eve schon aufgeben, rumtrollen. Das mag ich ja gar nicht. Werde ich sie natürlich gleich mal reporten. Das Gebabbel. Ich bin einfach viel zu gut. So, jetzt habe ich zwar voll viel Rüstung natürlich. Aber wie gesagt, der Gegner macht den magischen Schaden. Größtenteils. Außer Ezreal. Bullybear macht. Moment. Der macht eigentlich auch, wenn man ihn nicht so spielt wie ich. Aber selbst dann macht er eigentlich mehr magischen Schaden. Ne, der macht sogar normalen Schaden, der ist bei, okay. Der macht aber magischen, der macht auch magischen. Er zittert vor meinem Gebrüll. Unaufhaltbar. So, jetzt habe ich hier diese coolen Flammen. Doppeltötung. Die habe ich eigentlich nur wegen dem Leben geholt und weil sie cool aussehen. Aber ich mache damit auch Schaden in meiner Umgebung. Was sehr geil ist. Stärke, Weisheit, Leid. Steif den Tower jetzt einfach mal. Oh, jetzt muss ich aber rennen. Ganz schön viele Tower jetzt gefressen. Hab zwar schon wieder ziemlich viel Leben, aber mein Passiv ist eben flöten gegangen. Dass der Sturm mir folge. Okay, jetzt muss ich noch ein bisschen so was kann. So was kann. Ist das eine Herausforderung? Oh oh. Ich gehe lieber zurück. Hol mir jetzt erstmal die Boots. Die mir Magie, Rüstung, Magieresistenz bringen. Kann ich mir wieder mal nicht leisten. Und dann bewege ich mich Richtung Mitte. Oder Richtung Wasser. Ja, erstmal in die Mitte. Gucken, was man da machen kann. Ein Drache wäre jetzt schon nice. Würde uns nochmal ordentlich ein Stück nach vorne bringen. Dummerweise haben wir keine Wards. Bisschen scheiße. Auf das
der Sturm mir folge. Da war der Israel. Vertraue dein. Ihr könnt hier reinschießen und gucken. Also er würde dann sehen, ob hier jemand ist. Das wäre ein bisschen blöd. Nein, ich bin im Entzünden, ich bin nicht mehr hingekommen. Das ist scheiße. Jetzt habe ich auf engen anderen, glaube ich, geklickt. Scheiße, das bin ich schon legendär. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ja, der Israel, der Gegner, hat es überlebt. Sehr knapp, aber ich wollte ihn eigentlich mit dem Entzünden-Spell, dem Summoner-Spell noch entzünden, dadurch hätte ich ihn 100 pro getötet. Er ist aber irgendwo weggeflasht und dann kam ich nicht mehr rechtzeitig dran. Den könnte ich eigentlich mal aufgeben. Mein Passiv leider nicht mehr. Kann ich so lang tanken. Sorry, Team. Gehe ich jetzt mal erstmal zurück. Jetzt kann ich mir aber auf jeden Fall nicht mal hier ein Item holen. Das war dieses hier. Erhöht meine kompletten Heilungen um 15%. Gibt mir noch ein bisschen Abklingzeit. Dann kann ich meinen W-Spell im Kampf, in den Nahkampf öfter benutzen. Richtig geiles Item für Bodyguard. Da eben mein Passiv mich ganz schön healt. Und dadurch healt es mich halt nochmal mehr. Wolibear ist eigentlich ziemlich cool. Wird oft unterschätzt, wird auch eigentlich ziemlich selten gespielt später, also auf dem höheren Level. Jetzt muss ich mit der Gegner schon aufgegeben. Allerdings, also er will nicht surrendern. Das ist eigentlich jetzt vorbei schon. Muss halt noch pushen, weil mein Gegner hier nicht aufgeben möchte. Der hat zwei drauf. So, ich hoffe, ich habe mittlerweile kaum Abonnenten hier. Ich glaube, es geht los, Jungs. Abonniert mich doch mal. Denn ihr habt gesehen, ich habe es hier voll drauf. Ja, macht halt mal, ne? Abonniert mich hier mal.
dann werden auch wahrscheinlich noch mehr Videos folgen. Also, oh oh. Hat er gedacht. Aber ich lasse mich da sicherlich nicht reinschmeißen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr abonniert mich. Und auf Wiedersehen.